is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Bereite dich und begegne deinem Gott. Darum will ich weiter so mit dir machen, Israel. Und weil ich denn weiter so mit dir machen will, so bereite dich, Israel, und begegne deinem Gott. Viele machen sich nicht klar, was sie sein müssen, um in der Zeit der Trübsal ohne einen Hohepriester im Heiligtum unter den Augen des Herrn zu leben. Die Menschen, die das Siegel des lebendigen Gottes empfangen und während der Zeit der Trübsal beschützt werden, müssen das Bild Jesu völlig widerstrahlen. Ihre Kleider müssen fleckenlos, ihr Charakter durch das Blut der Besprengung gereinigt sein. Durch die Gnade Gottes und ihre eigenen fleißigen Anstrengungen müssen sie in der Schlacht mit dem bösen Sieger sein. Während das Untersuchungsgericht im Himmel im Gange ist, während die Sünden der reumütigen Gläubigen aus dem Heiligtum entfernt werden, muss unter Gottes Volk auf der Erde ein besonderes Werk der Reinigung und der Beseitigung der Sünde stattfinden. Ich sah, dass das viele, die dringend nötige Vorbereitung vernachlässigten und auf die Zeit der Erquickung und des Spätlebens warteten, die sie tauglich machen sollte, um am Tag des Herrn zu bestehen und unter seinen Augen leben zu können. Ach, wie viele sah ich in der Zeit der Prüfung ohne Zufluchtsort. Sie hatten es versäumt, die nötigen Vorbereitungen zu treffen. Deshalb konnten sie auch die Erquickung nicht bekommen, die alle brauchen, um unter den Augen eines heiligen Gottes leben zu können. Die Menschen, die sich weigern, sich von den Propheten behauen zu lassen und es versäumen, ihre Seelen des Gehorsam der ganzen Wahrheit gegenüber zu reinigen und die dann bereit sind zu glauben, dass sie sich in einem viel besseren Zustand befinden, als sie tatsächlich sind, werden in der Zeit der Plagen feststellen, dass sie es nötig gehabt hätten, als Baustein für das Gebäude behauen und in Ordnung gebracht zu werden. Ich sah, dass niemand an der Erquickung teilhaben konnte, der nicht den Sieg über jede schlechte Gewohnheit errungen hatte, über Stolz, Selbstsucht, über die Liebe zu weltlichen und über jedes verkehrte Wort und jede falsche Tat. Wir sollten uns deshalb immer näher an den Herrn bringen und mit allem Ernst nach dieser Vorbereitung streben, die nötig ist, damit wir am Tag des Herrn in der Schlacht standhalten können. Mögen alle daran denken, dass Gott heilig ist und nur heilige Wesen je in seiner Nähe verweilen können. The Lord.